Philly, keine Sorge. Eines Tages werde ich ein Reich schaffen, wo ihr in Frieden lebt. Das verspreche ich dir. Das war ein Zauber. Den hat mir meine große Schwester beigebracht. Eines Tages werden wir uns bestimmt wiedersehen. Ah! Philly! Was für eine laue Vorstellung. Dabei habe ich einen Sitz in der ersten Reihe gebucht. Oh, Verzeihung, kleiner Prinz. Störe ich euch etwa? あふれた感情僕を止まらない胸に痛々僕らの幻想消えない朝に怯えていても時が無情に過ぎてくだけ進めよあるがまま今こそ Das hat ja gerade so hingehauen. Wir sollten schnell zu Celeste zurückkehren. Ist das nicht seltsam? Seltsam? Was meinst du? Na, alles halt. Seitdem wir in diesem Trainingscamp waren, läuft ständig irgendetwas schief. Da ist doch was faul. Oh, Prinzessin. Nicht übel. Du hast ja doch mehr Grips im Kopf, als ich gedacht habe. Normalerweise hast du doch nur Drag Rides und unseren kleinen Lux im Kopf, oder etwa nicht? Tja, unterschätz mich nicht. Manchmal denke ich auch schon an andere Dinge. Sag mal, verarschst du mich gerade? Hallo, Lisa, Kruzifer, hört ihr mich? Bist du das, Airi? Wir sind in Diabolos irgendwie losgeworden. Wie sieht's bei euch aus? Alles in Ordnung. Wir konnten uns in Sicherheit bringen. Aber die Drag Rides von Chalice und Tilfur sind schwer beschädigt. Sie können nicht mehr kämpfen. Und außerdem haben wir endlich auch den Zugang zum Innersten gefunden. Das ist doch immerhin schon etwas, oder? Es gibt da allerdings ein kleines Problem. Wir brauchen einen Schlüssel. Lakresh sagte, dass wir so etwas brauchen. Nein, ich meinte damit no wie nein. Ach so, verstehe. Nun, wie auch immer. Wir sehen erstmal zu, dass wir von hier wegkommen, aber ziemlich zügig. Beruhig dich mal. Spuck schon aus. Warum bist du hier? Vorsicht, Kleiner. Schlitzt du mich auf, hast du Miss Schweineschwänzchen ebenso auf dem Gewissen. Sag, was meinst du damit? Das Weib da hinten hat ein Teil wie dieses hier eingepflanzt bekommen. Sie trägt also den Samen meines Ragnaröks. Verstehst du es jetzt? Du mieses Stück Dreck. Nach dem Einpflanzen werden die Träger von innen zerfressen. Danach verwandeln sie sich in Wesen, die wir Abyss nennen. In der Regel können sie sich nicht den Befehlen ihres Ragnaröks widersetzen und werden somit zu seinen Sklaven. So sieht's aus. Sie hat sich gewehrt. Ich frag mich, wie sie es getan hat. Aber das würde auch erklären, warum sie ständig über Kopfschmerzen und Fieber geklagt hatte. Was für Befehle? Naja, mein Ragnarök tut letztlich nur, was ich ihm befehle. Lux Arcadia, hör mir zu. Ich habe ihm befohlen, dich umzubringen, Freundchen. Kämpft sie weiter so tapfer, bringt ihr das gar nichts. Sie wird stattdessen höllisch leiden. Und am Ende bleibt nichts weiter als Asche von ihr. Hey du, wie lange willst du dann noch mit deinem Ding da vor meiner Nase rumwedeln? Was? Dann lass uns mit den Verhandlungen beginnen. Wenn du nicht etwas dagegen unternimmst, wird das Mädchen bereits in wenigen Tagen sterben.
Im Klartext. Ich kann meinem Ragnarök mit diesem Horn einfach den Befehl erteilen, ihr das Leben zu retten, wenn ich will. Im Gegenzug musst du mir das Tor in der Ruine auf dieser Insel öffnen. Das Tor? Um das Tor im Innersten zu öffnen, brauchen wir einen besonderen Schlüssel. Benutze einfach diese besondere Frau als Schlüssel. Du hast 2 Tage Zeit. Mach das Tor bis dahin auf. Warte! Verrätst du mir mal, wer du bist? Ist bestimmt spannend zu erfahren, warum ich die gleiche Haarfarbe wie deine Geschwister habe. Tja, ich bin eigentlich das Original. Ihr seid nur billige Kopien. Was soll ich nur tun? Ich weiß es nicht. Loxi. Philly. Ich hab jetzt echt Hunger. Verstehe. Du erinnerst dich also nicht mehr. Hab ich dir etwa irgendwie Probleme verursacht? Nein, das hast du nicht. Schmeckt's? Mhm. Oh? Los, mach auch. Was, wie? Nein, ich brauch nicht mehr essen, danke. Nein, ich hab echt keinen Hunger. Mach Ach, komm schon. Oh. Hä? Was ist denn? Nichts, keine Sorge, absolut gar nichts. Hä? Was ist denn? Was soll das? Ich habe Philaffi doch damals gerettet, oder etwa nicht? Warum also der Scheiß? Na? Jetzt erinnere ich mich wieder. Es ist nicht 7 Jahre her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe, so wie ich dachte. Es ist tatsächlich nur 5 Jahre her. Es war auf der Insel. Philaffi wurde von der kaiserlichen Armee als menschliches Experiment missbraucht. Du hast sie aus ihren Fängen befreit. Allerdings war Philaffi da schon längst nicht mehr am Leben. Was? Das stimmt nicht! Was faselst du da eigentlich für einen Quatsch? Philaffi atmet doch noch, oder etwa nicht? Du hast recht. Sie hat die Augen geöffnet. Ihr Körper scheint unversehrt. Und sie strotzt nur so vor Lebensenergie. Das war kurz, nachdem ich Direktorin dieser Schule geworden bin. Da habe ich erfahren, dass meine kleine Schwester eine Biss geworden ist. Eine Biss? Ich muss unbedingt ins Innerste der Ruine vordringen. Ich bin überzeugt davon, dass wir Philaffi mit den Technologien der Ruine retten können. Deshalb sind wir also hier auf dieser Insel. Uns bleibt leider keine Zeit mehr. Ich will um jeden Preis das Tor öffnen und tiefer eindringen. Es muss einen Weg geben, meine Schwester zu retten. Ich würde sogar mein Leben geben, um es zu schaffen. Philly. Warum bist du zum Grab meiner Mutter gekommen? Das reicht jetzt, wirklich. Lass mich bitte allein. Wenn ich dich umarme, geht es dir bald viel besser. Das hat meine Mama nämlich immer mit mir gemacht. Lux? Hey, Lux! Aufwachen! Na? Unser Dornröschen ist endlich aufgewacht. Wie kannst du es wagen, einfach wegzudösen? Wir tun nichts anderes, als den ganzen Tag die Einstellung für deinen Bahamut zu optimieren. Zeig ein wenig mehr Einsatz. Es tut mir leid. Also sind wir dann jetzt fertig, oder was? Ja, klar. Du kannst den Overlimit sofort einsetzen, sobald ich den Aufhebungscode eingegeben habe. Momentchen, ich brauche vorher noch die Genehmigung von der Direktorin. Bis gleich. Mir wäre es sehr viel lieber, du müsstest Overlimit nicht einsetzen, Lux. Na, was macht das Leben, Brüderle? Wie geht's dir als schwächster Held, der sich stets für andere opfert? Wie kann das... Die Stimme kenne ich doch. Du bist doch Fugi Arcadia. Wo versteckst du dich? Na sowas, mir bluten ja die Ohren von dem ganzen Lärm aus dem Horn von Hayes. Kotzt es dich nicht auch an? Sag mir, was du alles weißt. Kleiner Tipp, zerstöre dieses verfluchte Horn. Nur so kannst du sie retten. Und du musst auch den Ragnarök zerschrotten, der sie kontrolliert. Tja, es liegt an dir, ob du mir in dieser Hinsicht vertraust. Übrigens, ich habe auch eine Bitte an dich. Na? Philly, du darfst doch nicht aufstehen. Du musst es mir nicht verheimlichen. Ich weiß, dass irgendwo tief in mir ein Imbiss schlummert. Na? Aber...
Das macht mir überhaupt nichts aus, weißt du? Nachdem Mama an ihrer Krankheit gestorben ist, hat sich meine große Schwester sehr einsam gefühlt. Ich wollte daher unter keinen Umständen sterben. Du hast dich auch sehr einsam gefühlt damals, nicht wahr? Aber wenn ich dich jetzt so sehe, glaube ich, alles ist in Ordnung, denn du hast Freunde gefunden. Und ich kann dir meine große Schwester anvertrauen. Philly! Du bist mittlerweile so krass stark geworden. Du brauchst mich jetzt nicht mehr. Das ist nicht wahr! Ohne dich kann ich nichts. Ich bin bisher immer nur schwach gewesen. Du bist an jenem Tag bei mir geblieben. Dadurch hast du mich gerettet. Nur deinetwegen habe ich überhaupt den Mut, weiterzugehen und zu kämpfen. Deshalb darfst du nicht sterben. Dieses Mal werde ich dich retten. Ich bitte dich also. Ich verstehe. Du änderst dich wohl nie mehr, Luxi. Dankeschön. Dann warte ich. Yay! Es freut mich so sehr, dass wir so schnell wieder zusammenkommen konnten. Dann erzähl uns doch, was es mit diesem besonderen Schlüssel auf sich hat. Leider steht es nicht in meiner Macht, euch darüber zu informieren. Oh, wie schade. Da kann man leider nichts machen. Aus dem Weg, Labertante! Ich benutze einfach Seven Heads, um das Tor schnell aufzusprengen. Och, nö! Was machen wir denn jetzt? Ach, mach dir keine Sorgen, Lux. Das passt schon. Überlass das mir. Ihr braucht einen Schlüssel! Dass das Tor sich so einfach öffnen lässt, fasse ich nicht. Sag mir, Kohlziffer, bist du vielleicht... Nur Zufall. Ich hatte einen Verdacht, als ich das erste Mal auf La Crèche traf. Sie hat mich schließlich ständig als Herrin bezeichnet. Ah, ich verstehe. Hä? Ah, so ist das also. Ich habe nichts Geringeres erwartet. Ganz anders als eine gewisse Prinzessin, die alles mit Gewalt lösen will. So ist das also. Worauf warten wir? Lasst uns alle reingehen. Ja. Das ist also das Innerste. Hier scheint es weder alte Schriften noch Dragrides zu geben. Sagt mal, haben wir die ganze Zeit nur falsche Hoffnungen gehegt? Nein, das ist schon richtig. Meine verloren gegangenen Erinnerungen sind erfolgreich aktualisiert worden. Ich erinnere mich jetzt an alles. Ich hatte eine Mission von höchster Priorität, dass ich jeden einzelnen von euch ausnahmslos auslösche. Der Clan und seine Verbündeten müssen vernichtet werden. Sie haben meine Herren verraten. Was soll das denn heißen? Los, rück raus mit der Sprache! Vielen herzlichen Dank, Hoheit! Hayes! Das ging ja echt einfacher als gedacht. Du hast für mich die Drecksarbeit erledigt, du Oberdepp. Ich bin drin und musste dafür keinen Finger rühren. Ist das Philly? Warum ist meine Schwester hier? Der Zopfkopf untersteht voll und ganz meinen Befehl. Ich gebe Ansage und schon führt sie es ohne Widerrede aus. Ist schon vergessen. Hiermit befehle ich dir, meine Sklavin! Töte sie alle! Verschone keinen! Los, Bahamut! Frau Direktorin und Airi, bitte weicht nicht von meiner Seite, okay? Wenn ihr sie aufhalten wollt, müsst ihr mich zuerst besiegen. Unbemannte Dragrides! Warum sind sie so schnell? Die bewegen sich überhaupt nicht wie Weibern. Wie kann das? Ist das Overlimit? Okay, ich halte sie auf. Celestia! Du kleine Bitch! Missing Fate. Wise Blood. Mein göttliches Gewand. Zu langsam. Seid vorsichtig! Philafis göttliches Gewand ist in der Lage, eure göttlichen Gewänder zu neutralisieren, verstanden? Das sollte wohl reichen. Vorerst. Hm? Ja, hoch, hier geht ja richtig die Post ab. Was willst du? Dich habe ich nicht eingeladen. Ich will das Spektakel der kaiserlichen Prinzessin genießen. Ach, und ich dachte schon, du bist hier, um deinen Bruder tot zu sehen.
Dieses Geräusch. Das kann nicht sein. Ich hab's geahnt. Nach einiger Zeit wird der Befehl, der über das Horn gegeben wurde, immer schwächer, bis er dann die Wirkung verliert. Liege ich damit richtig? Mist! So konntest du meinen Befehl überschreiben. Du dumme Sau! Du hast keine Chance mehr. Gib einfach auf. Dann lassen wir dich vielleicht am Leben. Das ist unsere letzte Warnung. Eure letzte Warnung, sagst du, ja? Seid ihr wirklich alle so dumm wie Brot? Ihr seid es, die keine Chance habt. Meine Falle schnappt zu! Das ist doch nicht etwa... Ein Ragnarök! Ich präsentiere euch einen neuen, besseren Ragnarök. Eure Freundin ist unter meiner Kontrolle. Hör zu, Lisha. Lasst uns zusammenarbeiten. Wir bringen ihn mit einem Angriff zu Fall. Okay, verstanden. Dann mal los. Das soll also ein Ragnarök sein? Ziemlich enttäuschendes Dingelchen, findet ihr nicht? Nicht so hastig. Etwas stimmt hier nicht. Achtung! Der Feind greift euch an! Der Ragnarök hat die Fähigkeit, sich immer wieder zu regenerieren. Und mit jedem Angriff wird er stärker und stärker. Ihr könnt ihm nichts anhaben. Was sollen wir nur tun? So haben wir keine Chance gegen ihn. Lisha, bitte. Lass mich die verborgene Kraft Bahamuts aktivieren, damit wir diesen Ragnarök besiegen können. Also du meinst Overlimit? Nicht jetzt. Das ist momentan viel zu gefährlich. Du hast dich doch schon zu selber angestrengt. Wenn du es jetzt aktivierst, wirst du sterben. Ich habe nicht vor, mein Leben hier und jetzt zu opfern. Ich will nur einfach nichts bereuen. Na gut, einverstanden. Halte dich bereit. Ich schicke dir von hier aus den Aufhebungscode. Ich brauche dafür eine Minute. Jawohl. Reload on fire! Lux, bitte komm auf jeden Fall zurück. Na komm schon. Wir warten auf dich, Prinz. Lasst uns ein wenig spielen. Willst du sie wirklich retten? Auch wenn du überhaupt nichts erreichen wirst? Schließlich kannst du die Vergangenheit nicht ändern. Du bist der schwächste Held, Lux. Du bist nicht in der Lage, jemanden zu beschützen. Und erst recht nicht etwas zu bewirken. Keine Chance. Deine Ideale werden schon bald zerplatzen wie Seifenblasen. End-Action! Bist du hohl? Hast du schon vergessen, was ich gesagt habe? Dieser Ragnarök wird mit jedem deiner Angriffe stärker. Du hast dich nicht verändert. Schwach und dumm wie eh und je. So ein Versager. Dennoch will ich... werde ich. Oh nein, Lux! Ja, das war's für dich. Du wirst in die Geschichte eingehen als Deppenprinz. Spielst dich als Held auf, aber kannst nichts reißen. Deine Freunde werden sterben und das Reich geht zugrunde. Nur weil du so ein Versager bist. Das stimmt nicht. Du weißt rein gar nichts über ihn. Ich hab jetzt echt genug. Lass Lux sie sofort in Ruhe. Bitte was? Du fragst es. Ich habe... immerhin verstanden, auch wenn er Schmerzen erleidet. Er will das Königreich zum Besseren ändern. Das ist, was ihn ausmacht. Lux, bist du noch da? Ich schicke dir endlich den Aufhebungscode zu. Damit kannst du den Overlimit aktivieren. Ja, darum musst du kämpfen. Nicht für mich oder irgendwen. Kämpfe bitte für dich und deine eigenen Ziele, Luxi. Ich danke dir, Billy. Aktiviere Overlimit! Jetzt! Krass, ich glaub's nicht. Das ist also Bahamuts wahre Gestalt? So sieht das aus? Das kann nicht. Los jetzt! Fährt ihn zu Ragnarök! Thank you.
solltest lieber abhauen, Prinzessin. Schon bald können meine Untergebenen zum Rückschlag ausholen. Dann können wir alles ihn auch... Alles verlorene Liebesmüh, Hex. Du kennst seine wahren Absichten nicht. Du wirst ihn nicht besiegen können. Bitte, was? Selbst wenn dein Ragnarök ein göttliches Gewand besäße, er hätte nie eine Chance gegen ihn gehabt. Letzten Endes hat er die wachsende Kraft des Ragnaröks ausgenutzt. Dadurch war es ihm möglich, einen Gegenangriff zu starten. Natürlich hat das Ganze nur deshalb funktioniert, weil Lux den Overlimit des Bahamut aktivieren konnte. Unglaublich. Du bist echt ein verdammt schwacher Held, Lux. Oh nein, warum stürzt hier alles auf einmal ein? Wie soll ich bloß darauf reagieren? Oh, da gibt's wohl nur eins. Gut's nicht, Le. Du, hör mal, du rückst mir ganz schön auf die Pelle, Philly. Komm schon, ich will dich doch nur wieder gesund pflegen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Geht es dir wieder gut? Ja, solange ich mich nicht überanstrenge, ist alles in Ordnung. Ich erkenne das Geräusch der Flöte und kann ihr widerstehen. Das ist gut. Ich freue mich. Sag mal, Luxi, weißt du was? Mir geht's gut. Was wäre ich ohne dich? Du hast mich beschützt, wie du es mir versprochen hast. Dankeschön, Luxi. Ich hab dich lieb.